Drop it. Und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer Conquest of Sand Crossing. Hallo. Wir haben Hallo. Wir haben mit Tim, Alexis und Flo. Ja, heute mal mit zwei Gästen. Ja. Ach, das ist unser Sport. Dem Chef, Alter. Der Chef. Ja, wir beide sind die Chefs. Hä, von was? Von deiner Mutter. Von deiner Mutter. Ich mach mal heute was Neues. Ich nehme ja nicht auf, ich hör mal nebenbei ein bisschen Musik. Boah. Echt? Oh, klar. Was? Ja, Junge, ich tanze gerade schon ab. Alter. Das neue aber Produkt kannst du voll gut auf dem Markt verkaufen. Battlefield spielen und dabei Musik hören. Na, Hilfe bei Kill 89. Ah, ich hab grad. Ich hab mir grad Scream in Shadow. Hä, wieso bin ich jetzt im US-Team? Wollt ihr mich verarschen? Da gab's grad so ein geiles Alexis. Ja, egal. Hast du die Parodie von YTT gehört? What the fuck? Leute, das war verdammt knapp mit dem Scheißding. Alexis, du nimmst ja nicht auf, ne? Nö. Hä? Ich bitte dich. Ich bin in den Mann gesprungen, ich bin von der Brücke ins Wasser. Ich guck dir das bitte eben an. Du musst das eben angucken, egal ob du gerade spielst oder nicht, guck das mal bitte an. Lol. Ah, lass mich da. Oh mein Gott, ey. Das ist geil, oder? No, das ist einfach nur eine Realität. Alter, ich spawn da und stirb schon wieder. Das können wir ja kurz mal im Video einblenden, das Bild. Das ist ja eigentlich kein Copyright drauf. Drauf. Copyright drauf. Copyright drauf. What? Wechseln. Oh Gott. Endlich ist der Tod, ey. Mann, da waren so viele irgendwie, ja. Boah, ey. Boah. Das geht mir jetzt hier echt auf den Sack, Mann. Also das sollten sie hier echt mal ändern, ne? Das ist... Was? Guck mal, wie man diese Kisten einfach nur schieben kann. Alter, wie die uns so spawn-rapen. Das macht überhaupt keinen Spaß gerade. Aber guck mal, ja. Und vor allem, dass sie mich moven. Moritz kommt als letzter rüber und ich werde zurückgemoved. Guck mal, wir stupsen ja auch nur so leicht an, ja? Und die fliegt kilometerweit weg. Wir schießen bei einmal dahinter. Bei mir ist da gar keine. Bei mir ist hier fett eine Truhe hier. Wie geil das aussieht. Hey, guck mal hier, wir schieben die. Aber da ist nichts. Guck mal, warte mal, komm mal zu mir. Lauf mal genau jetzt auf mich zu, so. Lol, du kannst sie aber wegkicken. Lol, okay, alles klar. Wir haben alles, das ist schon wieder voll langweilig hier, das Let's Play hier, ne? Gib mal alle einen Daumen runter, weil das so langweilig ist. Dann machen wir M9 Tag Light Action. Ja, ich mach jetzt die Action und so. Bam. Ja, Mann, das ist echt langweilig. Vor allem für mich, Alter, weil ich ins andere Team gewechselt wurde. Kannst du ja wieder rüberkommen. Nee, für dich nee, ist kann es ich eben nicht. Stressend. Stressig. Ja, kommt ihr jetzt an, kommt auch, ja auch ins US-Team. Wo sind die denn? Wo kommen die denn? Da hinten. Ah, okay. Lol, aua, von der Seite. Ich tanze lieber mit meinem Charakter ein bisschen. Wo bist du denn? Da ganz hinten ist einer. Ja. Nehmen das mal auf und wir schneiden das rein. Das hier bist mir nicht, du Arsch. Alter, Alter, wo bin ich? Alter, in jedem Spiel hat sich meine Einstellung geändert. Was hast du denn getan? Ah, Mann. Na, die Maus ist so verdammt schnell. Jetzt. Ja, guck mal, der Panzer kommt auch mal nicht nach vorne, oder? Ja. Ja, sowas geht ja auf den Keks, wenn der Panzer einmal da hinten sich einen runterschießt. Dort. Na Flo, was geht ja, ab? Ja klar, Leute, L86 hat 2 aus 500 Metern Entfernung. Nee, kommt nicht durch, kommt nicht durch. Der Spiegel funktioniert gar nicht. Kann man noch nicht abschießen. Guck mal, da sind immer Schusslöcher drauf.
Doch, das sind schon. Boah, Panzer! Ganz ruhig liegen bleiben, dann passiert euch nichts. Ich war sofort weg, ey. Ich auch an der Quest. Der liegt da. Was denn? Er lag ja genau vor dem Panzer, ey. Wie geil. Ja, Junge, ganz ruhig bleiben, dann tun die Panzer euch nichts. Das ist wie mit Tintenfische. Oh! Ja, und er klaut mir den Kill. Auf Spotify, ey. Die Werbung ist immer ätzend, Alter. Ja, schön noch hier Werbung machen. Ja, wieso? Granate. Oh. Da, fünf Leute dann, eine Gruppe von fünf Leuten. Ich schieß rein, ich töte einen und werde getötet. Warum wiederbelebt ihr einen? Bist du jetzt auch im Spiel? Die campen da? Ja, sonst wäre ich ja nicht im CS mit euch hier unten. Boah. Ich find's mal, ich würd's ja, mal gut finden. Ich will jetzt Swift Shop hören. Ja, jetzt kommt. Ich würde es mal gut finden, wenn man in Battlefield 4 oder so sieht, wer einen wiederbelebt. Ja, damit genau, man den richtig, damit man den richtig zusammenscheißen kann, wa? Ja, ja. Genau dafür. Ich finde, sie sollten dringend auch so eine Killcam reinmachen. Das finde ich manchmal echt interessant. Und ein Wipe-Shader, wenn man getötet wird. Ja. Dass man den richtig beleidigen kann, einfach nur. Was für. Wie dumm man sein kann, beim taktischen Spiel einfach einen wiederzubeleben. Einfach so richtig in die Fresse. Ja, Mann, sowas finde ich auch scheiße. Echt, wiederbeleben ist der letzte Dreck. Ja, ne, Alter. What the fuck? Kriegt man so eine zweite Chance, das war voll scheiße. Nein, ja. Das ist nicht scheiße, aber wenn man nicht weiß, wie man umgeht damit. Ja, wenn man mitten im Kampf wiederbelebt wird, oh, so, wo alle sind. Was mir gerade nice. Man muss erst die Stelle absichern und dann wiederbeleben. Ja, aber die kommen zu dir hingerannt und gehen wieder weg. Aber eigentlich ist es ja. Leider kann ich dem Video zeigen, da zeige ich dem Video. Da, der sagt nämlich leider genau. Leider kann das ich dem Video zeigen, da zeige ich dem Video. Boah, wo spawn bist du denn? Worüber redest du jetzt in Real Life? Ja, Real Life, was Real Life? Ja, beim Wiederbeleben in Real Life oder was bei der Army? Nein. Ja, im Spiel, das macht keiner hier. Ist aber trotzdem besser, lieber direkt zu reanimieren und dann zu schießen, weil das gibt ja eigentlich ein Ticket weg. Oh jo, lol. Ja, was war das für ein Mega-Jump? Das ist ja egal, aber trotzdem. Bis von hier. Ja, guck dir das mal an, ey, das will ich jetzt auch mal machen. Ich bin einfach nur gesprungen. Wie geht das? Wie? Neu. Ja, egal, lass weiter. Okay. Guck jetzt zum Beispiel reanimieren. Ja. Da ist Floor dabei gestorben. Ja. Ja, wir laufen in die falsche Richtung. Nach schon wieder da. Warte, ich will Punish, ich kann nicht chatten. Egal, ja dann. Aua, sofort tot. Lol, ach man, der Panzer, der pisst ja jetzt an. Ihr habt beide dasselbe Perk. Ja. Ich hab Granaten, ja, hat er auch. Dann nehme ich. Heißt das Perk? Ja, das ist ein Perk, ja. Na ja, gut. Was bringt ein Sprint, dass man Thrift Shop macht gar keinen Beat beim Spielen irgendwie. Ja, Dingens oder was. Kann ja eigentlich nur schneller. Ja eben, weil unendlich rennen kann man sowieso. Ja genau. Was ich auch sehr gut finde, und ich finde auch sehr gut, dass man beim Sprinten nachladen kann, ja. Ja, das ist. Das pisst mich ja so in Call of Duty ab. Ab. Auf, was soll ich denn sagen? An. Das pisst mich an. Nicht wie Osman. Was habe ich denn gesagt nochmal? Ab. Das pisst mich ab. Ne, das habe ich doch nicht gesagt. Hä? Ja, egal, ich bin verwirrt. Down the road. Der Mann. Ach, schon wieder eine Medaille gekriegt. Alter, was ist denn los hier heute?
Nehme ich eine Granate in die Hand und die fliegt kilometerweit. 12 zu 5, Alter. Ich habe gerade die perfekte Position gefunden, um euch Leute zu verarschen. Oh, Panzer. Panzer. Mit einem silbernen Kopf. Oh, Alter, scheiß Lieder gerade hier. Oh. I crash my car into the bridge. Alexis nimmt die M16A3. Oh. Ja, ich spiele die jetzt auch mal. Die ist voll geil, die Waffe, oder? Ja, wenn ich mein MP7-Level, aber. Toll, ich komme nicht durch diese Fenster gerade. Da ist auch ein Panzer, Junge! Ja, ich werde nicht überfahren. Wie das auch schon aussah. Verpiss dich! Ich komm nicht durch die Fenster, Mann! Ich konnte auch kaum noch bremsen oder so, weißt du? Lol. Bin da voll durchgeflogen. Wie schwer ja, ging das denn jetzt mal? Alter, ja, ihr hattet 3 Punkte, wir hatten einen. 3-4, ja. Irgendwie konnte man okay. Gar nichts machen hier. Guck mal, 14 zu 5. Wo ist ich jetzt? Komm schon. Noch 500 EP, 500. Ja, Level Up. Boah, nach 10 Jahren Level Up. Uhuhu. Kampfsanitäter. Okay, damit sage ich auch tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal.